Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich habe 20 Kippen geraucht und dann noch 4 Shishas geraucht und dann 23 Joints gezogen. Und jetzt sind meine Stimmbänder komplett zerfetzt. Also, heute gehen wir in ein neues, gemoddetes Level mit Luigi. Und das ist ein Troll-Level. Viel Spaß. Okay, lassen wir das. Boah, wenn ich so weiterrede, dann habe ich danach wirklich komplett zerfetzte Stimmbänder. So, ihr habt es richtig gehört. Wir haben ein neues Troll-Level und oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich da reinspringe, dann sammle ich 24 Monde ein. Naja, ich wollte mir sowieso noch eine Spezi holen. Puh, also ich denke, wenn das jetzt alles so abläuft, wie ich meine, dann kann ich eigentlich direkt jetzt am Anfang vom Video, ja, ne, Wohnung aufräumen oder so. Mal gucken. Es ist so, wie ich denke. Ah, servus Leute! Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Ich kann staubsaugen. Wobei staubsaugen jetzt auch ein bisschen respektlos wäre, oder? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Nee, staubsaugen tue ich morgen. Ich habe mir gerade noch mein Abendessen geklärt. Ein sehr, sehr guter Kumpel von mir kommt gleich vorbei. Und wir machen ein paar Rap-Aufnahmen. Und da habe ich mir einfach mal die 22er Nuggets rausgehasselt. Yeah! Ich muss ja tatsächlich zugeben, dass ich in letzter Zeit, letztes Jahr war ich sehr wenig bei Mac und jetzt in den letzten Wochen gehe ich wieder öfter, weil ich irgendwie immer zu faul bin, mir daheim was zu kochen, was eigentlich voll die schlechte Angewohnheit ist, weil das Essen ist zwar gut und so weiter, aber es macht eine, oh, das war der letzte Mond, aber es ist, ja, ich sag mal so Nuggets finde ich noch okay, so Cheeseburger sind auch noch in Ordnung, aber ja, im Endeffekt presst du dir einfach nur Müll in deinen Körper. Das musst du halt auch ehrlicherweise einfach zugeben. Das muss ich noch ein bisschen eingrenzen. So, und jetzt noch eine liebe Bitte an den Mod-Aussteller. Ich liebe deine Troll-Level. Ich finde die mega cool. Aber dieses viele Monde aufeinander platzieren empfinde ich mittlerweile nicht mehr als Troll, weil es einem einfach nur noch viel Zeit raubt. Das war beim ersten Mal ganz cool. Jetzt beim zweiten Mal verzeih ich es dir auch noch. Aber bitte nicht häufiger, okay? Ne, das wäre sehr, sehr korrekt von dir. Gut, jetzt können wir uns nämlich auch dem ganzen Zeug hier widmen. So, ich denke, diese Röhre wird der Tod sein. Wir werden es trotzdem ausprobieren. Wir werden trotzdem ausprobieren, was hier passiert. Und, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Muss ganz dringend los. Scheiße. Okay, aber das war absehbar. Also, die Röhre werde ich nicht nochmal betreten. So, ich denke, Moment mal, kann ich hier runter? Oh, ich könnte, glaube ich, theoretisch da runter. Ja, kann ich auch sogar, aber ich weiß nicht, ob ich das tun will. Okay, ich glaube nicht, dass ich da lang gehen sollte. Nein. Okay, so, die brauche ich ja nicht mal einsammeln, ne? Oder kann ich übelst viel Geld sammeln? Beste Leben. Okay, ich denke, der gewollte Weg ist da drüben über die Stangen. Ich kann noch kurz gucken, ob hier was ist. Nein. Und hier oben auch nicht. Okay. Dann schauen wir mal nach. Oh, ich vermute schon wieder irgendwo unsichtbare Mauern oder I don't freaking know, okay? Die Kamera macht schon wieder Faxen. Nö, die kommt hier nicht mit. Ich habe das Gefühl, auch das ist nicht der gewollte Weg. Okay. Auch hinten ist nichts. Holy shit, geht's dann doch bei den Stangen weiter? Aber die Kamera macht da halt Faxen. Das ist das Problem. Die kommt halt nicht mit. Oder muss ich in die Röhre gehen und mir irgendwie merken, wo das ganze Zeug war? Ich gehe jetzt nochmal auf der Seite außenrum. Einfach nur, um nachzuschauen. Oh nein! Ich habe die Kamera zu spät aktiviert. Na! Dann vielleicht doch durch die Röhre. Dann durch die Röhre und sich irgendwie merken, wie das Ganze aussieht. Checken wir das mal ab.
Oh nein. Moment. Hehehehe. Das war doch mit Sicherheit nicht so gewollt von dir, oder? So, da unten. Ja, es sind zwei Dogs. Aber ich denke, die sind nur der Tod für mich. Ich denke nicht, dass der Platz ist viel zu klein ist, dass ich hier was regeln könnte. Okay, und jetzt sind wir hier oben drauf. Ah, ich kapiere, da unten ist der Start. So, dann gehen wir mal hier rüber. Die Monde sind alle schon eingesammelt. Sehr schön, das spart mir sehr, sehr viel Zeit. Und okay, ich denke, hier ist wieder dasselbe gefragt wie beim letzten Mal. Goomba-Turm bauen. Und dann vermutlich irgendwie, oh nein, irgendwie wieder versuchen, da hochzukommen, ne? Wobei, ich glaube, diese Anzahl Goombas ist schon fast zu hoch. Ah, das könnte jetzt... Oh, ich weiß es nicht. Oh nein, 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 nein. Ihr bleibt da stehen. Ihr bleibt schön da... Oh, jetzt habe ich noch einen gekillt. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja noch ein paar Ersatz-Goombas. Nein, ihr sollt das nicht tun. Hört auf damit. Oh nein, das darf ich aber auch nicht tun. Moment. Okay, man kommt relativ weit hoch. Aber ich denke, man braucht hier alle Goombas dazu. Okay, aber ich weiß, wo es lang geht. Durch die Röhre und dann ganz, ganz schnell einen Wandsprung. Okay, da komme ich niemals hoch. Never, ever komme ich da hoch. Ist hinten was? Nein. What the fuck? Oh, Moment, ich habe eine Idee. Ja, ich muss alle Goombas aufeinander stacken und dann beim höchsten Turm aussteigen, um hochzukommen. Ich muss nicht dasselbe wie beim letzten Mal machen. Oh, ich denke so beschränkt. Das ist, okay. Kapiert. Ah, diese Troll-Level bringen immer an den Rand der Verzweiflung, wo man sagt, ich breche den ganzen Scheiß hier ab und dann kommt man doch wieder auf die Lösung. Das macht den Reiz irgendwie aus. Und ihr habt ja eh den Vorteil, dass ihr alles zusammengeschnitten bekommt. Ihr faulen Säcke. So, jetzt sind wir hier optimal ausgerüstet. So, wir haben alle. So, jetzt. Ja, das ist die Lösung. Okay, wir haben 6 Röhren. Kann ich hier hinten runter? Das ist doch safe, die Lösungsröhre. Ich gehe direkt in die hier. Oder er trollt uns, weil das beim letzten Mal die Lösung war. Und es ist der Tod. Es ist der Ausgang. Moment mal. Immerhin habe ich schon mal das Ende gefunden. Ich meine, das ist auch eine Leistung. Aber nein, so leicht gebe ich mich hier nicht zufrieden. Okay, wir haben jetzt hier 6 Röhren zur Auswahl. Die werden vermutlich alle 6 in den Tod führen. Aber wir probieren das jetzt einfach der Reihe nach aus. Ganz links. Bruder muss ganz, ganz dringend los. Röhre Nummer 2. Wie töten sie mich? Oh, das ist unkreativ. Das ist unkreativ, mein Freund. Oh, da geht mehr. Oh nein. Hybian Raumschiff Enterprise. Hochbeamen. Oh nein, noch viel besser. Moment. Hybian Enterprise. Hochbeamen, bitte. Ja moin, ich lebe noch. Ich hätte das überleben können. Da war ich so mit meinem Hochbeamen beschäftigt. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt noch mindestens 3-mal das gleiche sehen. Aber ich werde es immer wieder ausprobieren. Bruder muss ganz dringend los. Hybian Scott, ich habe mich jetzt doch anders entschieden. Ihr könnt hochbeamen. Wieder am Saufen da oben, kriegen es nicht hin, mich hochzubeamen. Ich habe das Gefühl, es ist dumm, was ich hier tue. Jetzt bin ich aufmerksam. Diesmal will ich mich hier abfangen. Wir fliegen doch immer so knapp an den Röhren vorbei. Ich will mich retten. Ich habe das Gefühl, wir fliegen nicht an den Röhren vorbei. Okay, Luigi hat eben seine Farbe verändert. Ich habe allgemein das Gefühl, dass ich nicht sterben werde. Dieses Level kommt nicht mal ansatzweise an dein letztes ran, mein Freund. Aber meine lieben Freunde, ich wäre nicht ich, wenn ich euch nicht jede Röhre zeigen würde. Ah.
So, Friends, ein letztes Mal noch. Dann kann ich wirklich sagen, ich habe euch das ganze Level gezeigt. Ich ahne doch schon, was hier passiert. Oh, Bruder! Ich komme irgendwo... Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Das letzte Troll-Level war viel schöner. Da waren viel mehr kreative Ideen drin. Da war man motiviert, weiterzumachen. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich werde es trotzdem hochladen. Weil nur weil etwas nicht so gut ist, finde ich nicht, dass man es nicht hochladen sollte. Na, man braucht doch immer wieder mal diese Level, die leider nicht so zünd, ne? Dass man dann auch wieder die Level wertschätzen kann, die wirklich was auf dem Kasten haben. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde hier noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, Cheeses spielen oder so. Ich weiß es nicht. Ein bisschen rumfliegen. Na, vielleicht komme ich in den Himmel, I don't know. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen unterhalten zusammenschneiden, sodass es für euch zum Zuschauen jetzt immerhin kein Problem war. Zum Spiel war es weniger ein Genuss, aber oftmals unterscheiden sich Spielerlebnis und Zuschauerlebnis nochmal gravierend. Ich wünsche euch allen... Oh nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Moment mal, kann ich... Ne, mit denen kann ich auch nicht interagieren. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Heute. Ne, morgen. Morgen startet ein krasses neues Projekt auf dem Kanal in einer Art und Weise, wie es auf YouTube noch nicht gab. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Das wird auf jeden Fall spaßiger als dieses Level. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Moment. Haut rein.